Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Anno 1800 Endlos spielen fortgeschritten ohne Mods mit Tipps für Einsteiger und ja, entspannt. Ich bin Isivana von den Schmuffels und schön, dass ihr da seid. Das habe ich euch doch noch gar nicht gezeigt. Ich habe hier einen kleinen Park angelegt neben der Bank. Einfach so mal just for fun. Kann man ein bisschen rumlaufen. Wir haben uns ein bisschen aufzulockern. Natürlich, der Palast wird auf jeden Fall noch verschoben. Aber ist echt schön. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus Hey! errichten. Der Campus ist fertiggestellt. Also die Nur wurden ein Bauer erforscht. würde solche Annehmlichkeiten ausschlagen. Genau. 1000 wollen die dann hier Elektrizität. Okay. Wir haben hier wieder fünf neue Häuschen. Machen wir das so um diesen Briefkasten herum. Wir werden beobachtet. Die Hörsäle und Unterkünfte wirken doch recht gewöhnlich. Was ist los mit dir, ey? Ah, Ziegel Rüstung fehlt an uns schon Deck. wieder. Der Bug ist so nah. Ein paar Ziegel, genau. Was noch? Bisschen Stahl. Paar Fenster. Ja, wir werden wohl mehr Stahl brauchen, wie ich das sehe. So, wo ist der Hafen? Hier. Sind unterwegs. Dauert nicht mehr lang. Ich kann das ja schon mal vorbauen. Also hier haben wir eine Ölraffinerie. Mach mal hier den Ölhafen. Und ja, dann habe ich das Dörfchen aber echt blöd gebaut. Wir verschieben das mal kurz. Würde ich sagen. Es geht jetzt zum Glück ganz einfach. Achso. Hier mega verschieben. Das ist so cool, ey. Das Feature. Ah, die Briefkästen, glaube ich, ja. Der Briefkasten. Der Briefkasten, den hat's zerstört. Okay. Einmal die Stadt umgesiedelt. Brauchen wir noch mal den Briefkasten hier. Ah, Vögel zwitschern, ne? Ach, überlappender Radius. Haben wir auch wieder Ziegel. Auch gut.
Das Schiff ist unterwegs. Ich glaube, das ist gerade hier. Yeah. Sind halt echt schnell, die Frachtschiffe, würde ich sagen. Okay, dann bauen wir den Briefkasten wieder auf. Und hier die Ölraffinerie. Mehrere Feuerwehren. Den Ölhafen und dann ein Elektrizitätswerk. Wo ist es hier? Brauchen wir auch schon wieder. Backsteine. Mehr Druck im Kessel. Die holen wir uns von da drüben, aber... So, mal 100 Stück. Die Fenster auch gleich. Abdrehen beginnen. Ja, Elektrizität. Das Einfachste vom Einfachen. Hibiskus-Tee, okay. Eine Schiene. Da gehen die Stahlträger dahin. Gut, und dann bauen wir es mal auf. Eine Super. Produktion wurde angehalten. Oh, wahrscheinlich wegen den Holzfurnieren. Ja, ja. Sieben Minuten jetzt noch gebraucht. 32 Holzfurniere noch. Okay. Suchen wir mal den Schuldigen. Oh, 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 oh. 52% Moralnummer. Okay, hier haben wir wie viel Holz von ihrer Null hoffentlich. 6 Stück. Ja, machen wir nochmal so eine Kunstschreinerei, heißt es. Stören Sie sich nicht an den Dampfwolken. Nee, nee, keine Sorge. So. Mach mal genug Holz, passt. Damit das alles ein bisschen schneller geht. Denn ich glaube, alle Minute ein Holz von mir. Ich will auf keinen Fall. Wie viel machen wir denn jetzt an? Ich glaube 4 in einer Minute, ja. Und 30 brauche ich quasi noch, okay. Mehr Druck im Kessel. Na gut, schön. Was machst du da? Weiß man jetzt nicht so genau. Ah ja, schauen wir mal, ob die Gelehrten Dusselhausen, ob die auch alles kriegen. Nicht, dass was einbricht. Das will ich auf keinen Fall. Ja, genau. Wir müssen hier ein bisschen nachlegen.
Das heißt, hier erstmal. Wir werden einfach irgendwas tauschen, ja? Vielleicht Fleischkonserven. Genau, weil durch den Michel. Der Michel, da braucht man eine Handelskammer erstmal. Oh, ist halt ganz schön teuer. Achso, hier hätten wir zum Beispiel. Ah, okay, die ist voll. Da hätten wir noch was Platz. Oh. Müssen wir mal ausladen, den Michel. Ja, den gehen wir hier rein, den Michel. Und packen unsere Gulasch-Kanone. Ach, ich hätte es einfach so lassen. Das heißt, statt diesen Gulasch hier, wir machen trotzdem noch Gulasch weiterhin. Braucht man nur noch Schweine und Eisen, also ist super. Wir machen genug Schwein. Schwein gehabt. Und ja. Wir machen jetzt dann einfach so Gulasch. Das können wir abtransportieren. Ein bisschen Gulasch. Ist das Schiff voll? Nee, noch nicht. Einen Slot haben wir noch frei. Kein Platz mehr frei. Oh, kein Platz mehr frei. Und oben. Warte auf Befehle. Wie schaut's aus mit den... Ja gut, alles voll, hey. Sehr gut. Was haben wir hier? Stahlträger. Hier haben wir noch Bretter. Wobei Bretter könnte ich mal ein paar wieder mitnehmen. So, die halt mal verteilen. Ja, wird ja. Also Hibiskus-Tee aus Enbesa. Erstmal schauen, wie viel wir brauchen. Okay, eine Tonne. Ich glaube, jetzt reicht's. Ah, nee. Nee. Wir müssen auf 5 Tonnen kommen, ja. Genau. Ach, schöne Musik. Ja, die Musik haben sie echt gut gemacht. Weniger Ziegenmilch benötigen sie jetzt, okay. Wo nichts ist, kann nichts werden. Da hast du recht. Da hast du recht. Okay. Gut. Dann sagen wir... was haben wir dann? In Besa Cup haben wir da was Gescheites. Die Sanga-Kühe. Okay. Wir sagen einem Schiff... Es soll Hibiskus-Tee ohne Ende abholen. Hibiskus-Tee. Ey.
Okay. Eine Produktion wurde angehalten. Eieieiei. Hier bei den Gelehrten dann? Abgeladen. Kapgelehrte und hier machen wir einen Mindestbestand in den Besa von, weiß nicht, 50 Tonnen. Die bleiben im Lager oder 20. Ach, 30, mach mal 30. Neue Ziele. Ja, läuft, würde ich sagen. Das Lager ist voll, voller geht's überhaupt nicht. So ein bisschen was abschöpfen. Kisten unter Deck! Und dann machen wir ein neues Exportbüro. Gucken wir mal, den Rest schipperst du hier hin, bitte. Was könnte man denn Gutes tauschen, würde ich sagen. Konserven, genau, Konserven. Fleischkonserven gegen Schuhe. Und zwar brauchen wir in der Minute 2 Tonnen, das sind in 20, dann 40, okay. Aber wir machen ja auch was, also hier in Prodi machen wir zum Beispiel fast 2 Tonnen, okay. Eine Tonne weniger. Und hier brauchen wir 3 Tonnen. Also hier 20. Oh, 25. Hätte ich die aus den steifen Fingern polen sollen. Ja, Anne. Ja. Hier haben wir, ja, 20 passt schon. Und hier machen wir auch die Fleischkonserven. Ja, 25 hier, so. Gut. Schauen wir mal. Okay, ich brauche dann 46. Wir schlingern ins Ungewisse. Wir haben ihn noch nie gesehen. Unsichere Gewässer. Wen denn? Den Piraten. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Ach, das wird schon. Das wird schon. Und wie viel Tonnen pro Minute... Konserven, eine Tonne. Ja, das ist ein bisschen zu wenig. Da legen wir einmal nach. Gut. Machen wir genug Schweinchen? Ja. Nein. Wundert mich eh mit einer Schweinezucht, ja? Wie geht's? So, jetzt machen wir genug. Gut, gut. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Was habe ich? Ja, was? Was hast du? Erzähl's mir. Ihr Schiff ist glaub, von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich glaube, ich brauche mehr Paprika. Kann das sein? Wo mache ich's? Nö, ich mach genug. Dann... Mach mal eine als Backup. Schon ewig lang keine Felder mehr gezogen.
Okay. 2 Minuten. Perfekte. Perfekt. Es läuft und läuft und läuft. Hier könnte man wieder mal ein bisschen forschen. Die Partie ist eröffnet. Und bisschen Forschungspunkte ausgeben. Neue Talente braucht das Land. Mr. Garrick. Vielleicht sollte ich den entwickeln. Dauert zwar eine halbe Stunde, aber hey. Wissen allein reicht nicht aus. Es bedarf Vorstellungskraft. Aber Mutter versteht das natürlich nicht. Natürlich versteht es Mutter nicht. Die ist ja nicht so studiert wie du, ey. Ja, ja. Oh Mann, ey, wie überheblich. Mr. Garrick. Oh, jetzt haben wir viel mehr zur Auswahl. Wahrscheinlich, weil wir über 25.000 gekommen sind. Das ist gut. Optometrist Otto. Ja. Könnte man mal ins Auge fassen. Sommelier Raymond, nein. Hier ist er schon wieder, ey. Neue Ziele. Kein Mr. Garrick. Kein Mr. Garrick. Mehr Druck im Kessel. Ja. Kaufen wir mal einen großen Stil ein und schauen wir mal, was rauskommt. Ein Schiff erster Klasse. Ein rostiger Nagel im Auge. Yay, die Weltausstellung ist fertig. Super. Das Schiff war ihr Sarg. Oh nein, wo ist die Krankheit? Ach hier, okay, wird schon behandelt. Gut, gut. Dann auf zur letzten Phase. Wunderbar und längst überfällig. Glühfeen, 300 Glühfeen, okay. Mehr Ingenieure. Und 5000 Investoren. Schauen wir mal, wie viel Glühfeen wir haben. 0. Ja, das ist nicht sehr viel. Okay, da wir die nicht brauchen, gehen wir mal. Brauchen wir dich auch nicht mehr. Aber vielleicht kann ich sie importieren. Machen genug Kohle, genug Eisen. Sind Sie neugierig? Das heißt, einer Minute. Ein Glühfaden. In einer Minute 4 Glühfäden. Und wie viel brauche ich? 300. Oh Gott. Ja, da werden wir was tauschen. Da werden wir was tauschen. Ach so, er läuft gerade ein. Ja, auch gut. So, ein Goldbarren, also Goldklumpen soll es ja jetzt ja nicht scheitern. Okay, ja, die sind voll. Haben wir schon was freigeschaltet? Ja, Tonpfeifen und Zigarren, nice. Und, wo kommt das nächste her? In 9 Minuten. Das sagen wir
Warum ist die Schrift hier rot? Wir sagen, dass wir jetzt lieber Glühfeen haben möchten. 1:4. Ja, immerhin. Naja, sagen wir mal, ja, 40. Ja, Glühfeen sind auch recht teuer, ja, ja. Aber wir können es ein bisschen pushen, ja. Okay. Wie viel Dynamit braucht man überhaupt? Ich glaube nur die Hälfte. Eine Tonne pro Minute. Ja, dann. Schrecken erwarten uns. Können wir hier mal auf 25 stellen. Okay. 10. Ja, machen wir hier 50. Oder 40. 40 reicht auch. Wir machen ja noch Glühfeen. Die Spur meiden wir mal. Das Schiff ist leidlich bestimmt. Ja, das stimmt. Aber wir schaffen das schon. Jo, wir schaffen das. Das heißt, wir werden hier ein paar Handwerker upgraden, also ein paar Arbeiter. So. Und dann viele, viele Ingenieure. So. Und wieder ein paar, 5000 Investoren. So einfach geht's ja. Ja? Ab sofort hoch an hinaus, jeder Straßenecke. Hoch aufragende Wolkenkratzer und wolkenfangende Türme, Aufzüge und Eisenträger revolutionieren das Stadtpanorama von morgen. Für die Bewohner unserer Städte geht es aufwärts, befeuert vom aufkommenden Einzelhandel, Einkaufspassagen und Konsumenten mit reichlich Geld in der Tasche. Boah. Erst Fahrstühle, jetzt Metallrahmen. Diese Stadt braucht Wolkenkratzer für ihre ansonsten nutzlose Zukunft. Hier ist alles möglich, würde ich sagen. Ein Geschäft, das nur auf zwei wie uns wartet. Okay. Verzeihung, Sie, Sie haben sicher schon von mir gehört. Donald Bader, aber nennen Sie mich einfach Donny. Man soll ja nicht prahlen, aber wer hat schon Zeit, schüchtern zu sein? Ich bin der beste Investor der Stadt. Natürlich abgesehen von Ihnen, meinem Guru. Ich weiß das ein oder andere über Bauinvestitionen und ich sage Ihnen, Fahrstühle und Wolkenkratzer sind auf dem aufsteigenden Ast. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen Insider-Informationen verschaffen. Okay. Ja, wir haben die Einführung für hoch hinaus. Für Wolkenkratzer benötigen Sie Fahrstühle. Diese werden in Fertigungsstraßen hergestellt, einer neuen Mehrzweckfabrik. Wow. Erfordert Elektrizität. Dampfmaschinen, Kunstschreinerei, Hochöfen. Oh, und wir können endlich Dampfwagen bauen. Nice, das machen wir. Dampfwagen sind die Zukunft. Wobei, ich habe noch gar nichts für Dampfwagen, glaube ich. Noch kein Item, meine ich. Die alte Dame ist verlassen. Uiuiuiui. Also ganz entspannt. Nicht hetzen lassen. Wir machen jetzt erstmal die Weltausstellung. Und schau mal, was hier im Angebot ist. Ein Mineralologe. Alle Lehmgruben. Zusätzlich Bauxit.
Nee. Äußerst verheißungsvolle Karten. Oh, Bauxit haben wir in Hülle und Fülle. Magnetika nehmen wir immer mit. Ich glaube, Schauspielerinnen haben wir jetzt genug. Sapeure, kann man nie genug haben, denke ich mal. Aber noch ein Sapeur. Meine Insel ist einfach zu weit weg vom Eli. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich verkaufe mal. Ich biete Ihnen wie immer. Okay, weil wir sollten irgendwann auch mal so coole Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer machen, ja? Okay, wir können die Dampfwegen schon mal einzeichnen. Und zwar Kutschenwerkhalle. Braucht die Strom, erfordert ihr. Nein. Das darfst du nicht. Doch. Das ist so ein Mega-Oschi. Nein, so weit kommen wir nicht rauf. Was ist denn das Phonographenfabrik? Mach mal denn genug Phonographen? Ein großer Moment ja. Für uns alle. Ah, Expedition ist zurück. Schön. Okay. Schöne Tierchen. Muss ich auch mal meinen Zoo hier. Frachtschiff steht bereit. Mal schauen, was hier abgeht. Fertig. Es ist Maximum. Mehr können wir gerade nicht machen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Kisten unter Deck. Du verkaufst den Kram auch mal. Ja, ein bisschen Plus machen wir ja. Okay. Dann nein, also wir sagen dem Schiff, es soll statt der diesen hier. Okay, es ist gerade hier. Wo ist es gerade? Seht ihr es? Ich sehe es nicht. Wie kann man denn zum Schiff springen? Das ist ja auch irgendeine Taste, oder? Oh, warte, hier steht's, glaube ich. Steuerung klicken. Ah, da ist es, okay. Die 21 Holzfurniere. Die warten wir jetzt noch ab. Und ja, Dampfwagen sind die Zukunft. In welchem Verhältnis sind sie denn? 30 Sekunden. 45. Also brauchen wir schon mal. Boah, okay, 4. Aber
Elektrizität optional, also brauchen wir erstmal zwei. Das heißt, wenn wir drei machen oder zwei machen, brauchen wir vier neue Kautschukplantagen. Okay. Ja, schön. Es geht ja richtig ab hier. Die Industrie wächst und wächst und wächst, ja. Schön. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein paar Tipps da, wenn ihr möchtet. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.